Liebe Leute, bienvenue. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem Rallycross-Ding aus Frankreich. Abgeschlossen haben wir heute, aber gestern Schweden. Heute geht's mit Frankreich weiter. Das gleiche Prinzip. 4 Qualifikationsrennen, quasi das 4 Viertelfinals plus die das Halbfinale und dann geht's ins Finale, macht 6 Rennen. Das gleiche haben wir dann auch in England vor uns, Portugal und am nächsten Woche Montag dann in Norwegen das Abschlussrennen hier aus bei Dirt 4. Ja, wir machen heute auf jeden Fall. Legen wir los. Los geht's. Frankreich. So. War eine lange Folge mit 26 Minuten, 27 Minuten. Das ist eine verdammt lange Folge. Aber egal, wir kriegen es ja hin. So, fangen wir da an mit dem ersten Teil. Wir starten heute ins Q1. Die gleiche Gruppe wie vorher auch. Natürlich, welche Überraschung. Gut, da gehen wir jetzt rein und fahren. Streng dich heute an. Zeig, was du kannst. Ein Zert, ein Polo, der Mini Clubman und unser Ford Focus. Wobei der Mini Clubman, ich finde den Dings gar nicht mal so schlecht. Den Seat. Ich muss den Mini eigentlich ausschalten. Das wäre das Wichtigste. Ja, alles gut. Rast mir. Stress mich nicht. Das fährt das natürlich alles andere als angenehm gerade. Ach Scheiße, das war ein Abkürzen. Die Rennkommissare prüfen, ob du vom Kurs abgekommen bist. Ja, bin ich. Deshalb war es tatsächlich wirklich nur ein Versehen. Diesmal war es wirklich nur ein Versehen. Also es ist, ich hatte gedacht, okay, es ist kein Problem, das jetzt zu machen. Und wenn es Zeit schaffe, gibt es mir auch zurecht. Ja, das sagen wir mal, wir hatten 25 Punkte schon mal aus. Man sagt, es war in Schweden nicht immer so. Das war in Schweden tatsächlich nicht immer so. Diesmal sind, glaube ich, die Rundenzeiten noch um einige schneller als die Schweden. Immer mehr bei 36, 37 Sekunden, jetzt sind wir bei 33. 3-4 Sekunden pro Rennen weniger. Naja, wir machen es einfach. Wir müssen eh fahren. Ich denke, die Zeitstrafe gibt es. Das war ein klares Abkürzen, das muss ich halt so akzeptieren. Die Rennkommissare werden keine Strafe für das Abkommen vom Kurs verhängen. Okay. Es wäre tatsächlich berechtigt gewesen, wenn es eine geworden wäre. Ja, passt auf jeden Fall. Wir haben es auf jeden Fall den ersten Teil schon mal geschafft. Sehr gut. Dann geht es weiter jetzt ins Q2. Die ersten 50 Punkte gehen auf unser Konto. Rot, mach dich bereit. Okay, der Mini ist diesmal nicht am Start. Das ist auch immer gut, dass die
das Fahrerfeld sich immer so ein bisschen ändert, sondern nicht mal die wirklich jeden Rennen gegen die gleichen Gegner antritt, sondern wirklich immer lang, immer nach und nach. Achtung bei der Joker-Ausfahrt, das wird knapp mit dem anderen Auto. Upsi. Haben uns aber gut durchgesetzt und jetzt geht in die erste Runde schon mal um 39-1. Wobei das auch nicht super, wobei das auch nicht optimal war. Definitiv, die Runde ist schlecht gewesen. Aber ich weiß nicht, ob es hier auf Rand auch um die Position geht oder ob es wieder auf die schnellsten Zeiten geht. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was tun. Das Wetter macht natürlich alles andere als einfach, aber wir kriegen das schon. Der Fokus müsste Allrad haben. Es ist ja das viertletzte Rennen. Ja, aus Dirt 4. Also, viertletzte Event. Und da müssen wir doch alles durch haben. Und dann müssen wir das Spiel sogar auf 100% haben. Also nicht 100% der Trophäen, um Gottes Willen, sondern wirklich, dann haben wir auch 100% alle Rennen gefahren. Gewonnen haben wir nicht alles, definitiv nicht. Da sind einige Rennen dabei gewesen bei der Bike-Cross-WM oder wie das Ding da heißt, mit diesen Minibikes. Das haben wir zum Beispiel böse verkackt oder auch einige Rallye-Rennen haben wir ziemlich böse versemmelt. Aber hier sieht es momentan so aus, als würden wir hier den nächsten Sieg einholen. Ja, sehr gut. Das ist ein Sieg. Den haben wir auch geholt. Rennen Nummer 2 auch gewonnen. 50 weitere Punkte. Weiter geht's mit Laufen Nummer 3. Quetschen wir schon mal die Joker-Runde rein. Achtung bei der Joker-Ausfahrt. Das könnte ein anderes Auto neben dir auftauchen. Aber das haben wir doch souverän gelöst. Ja, die sind anderthalb Sekunden langsamer auf jeden Fall. Aber wir haben uns auch ein bisschen schwer getan. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Gummi. Das war auch hier die schnellste Runde fahren. Das war wirklich den dritten Sieg in Folge holen. Einerseits in Schweden. Wo wir das zweite Rennen ein bisschen verkackt haben. Aber der kleine Kollege tatsächlich trotzdem im Viertelfinale nach den Quali-Läufen gescheitert ist. Und jetzt ist es noch deutlich besser. 33,6 Zwischenzeit. Das ist halbwegs wieder eine Zeit, mit der ich auch arbeiten kann, mit der man auch arbeiten kann und mit der wir auch vom Sieg träumen können. Ah, reicht nicht. Halbe Sekunde verloren. Jetzt gleich die letzte Kurve. Immer dieses kleine tricky Ding hier.
Und dann geht's hier rechts rum und dann haben wir es geschafft. 2 Minuten 22, 3, 7, 4 gibt er unsere Zeit vor. Das war gute Arbeit. Dritter? Nur? Nur Dritter? Das ist schlecht. Aber wir sind trotzdem vorne weg. Also wichtig ist, dass wir den finalen Lauf jetzt durch haben. Die Ampel ist rot. Da, letzter Lauf. Los. Der Mini geht mir ein bisschen auf die Nüsse. Der fährt, der kommt immer vorne gut weg. Aua. Bleib ruhig. So, jetzt schalten wir. Schmeißen wir den Mini mal raus. Wobei das jetzt gerade mehr oder weniger Absicht war, den da mal kurz rauszuschießen. Bei diesem Verkehr keine Zeit gut. Ziehe es in Erwägung, den Joker in dieser Runde einzusetzen. Jetzt muss ich mich gerade ein bisschen reinarbeiten. Jetzt kann ich da mal die Lücke aufziehen. Achtung bei der Joker-Ausfahrt. Es wird knapp mit dem anderen Auto. So, weit genug weg. Wir müssen jetzt endlich mal eine gute Zeit setzen. Nochmal so eine Packung möchte ich nicht erleben. Ich werde mich nicht wo wieder landen am Ende. Aber ich auch viel verloren habe gerade. Bisschen dürfte nicht reichen. Gut gefahren. Großartig. Ja, ausgerichtet jetzt im Finallauf. Hängt das Ding wieder. Zweiter. Ja, ich hätte was erwartet. Es reicht aber locker vorne jetzt weg zu sein. Wir hätten da gewonnen. Okay. Ja, ist aber auch nicht dramatisch, wie gesagt. Wir sind dabei. So, vorletzte Rennen. Vorrunde durch. Halbfinale, liebe Leute. Ich hatte gedacht, dass mir jetzt einer von den Autos schön in die Seite kracht. Toni sollte die ersten drei kommen.
Positionstechnisch kein Problem. Da kriegen wir sie hin. Da gewinnen wir auch mal die Dinger. Aber zeitentechnisch ist das Problem. Dass wir es nicht hinkriegen. Hat dem auch nicht gereicht. So noch langsamer. Haben wir ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Weil sie glauben, dass du vom Kurs abgekommen bist. Du könntest deine Zeitstrafe erhalten. Und trotzdem die 33,4, nur 33,6 noch gefahren, also keine schnellste Runde gefahren. Achte auf das Auto bei der Joker-Ausfahrt. Ist irgendwo ein Auto? Und dann verabschiedet sich gerade mal kurz meine Heckpartie. Ah, die kriege ich auch noch hinterher. Die Rennkommissare prüfen, ob du dir durch Kurvenschneiden einen Vorteil verschafft hast. Du könntest bestraft werden. Ah, ich kriege trotzdem keine Runde hin, ne? Ja, ich gebe nur Zeit, weil das ist viel klar. Das könnte auch schwierig werden, tatsächlich da eine. Erster. Keine Zeitstrafe. Die Rennkommissare haben dir eine Zeitstrafe für das Abkommen vom Kurs erteilt. Haben wir aber trotzdem Erster. Gut, da war die Zeitstrafe. Haben die vielleicht schnell eine Runde gestrichen. So, Finale aus Frankreich. Der macht sich breit, der Kollege da. Achtung, bei der Engstelle treffen wir auf ein anderes Auto. So, Joker-Runde habe ich ja schon erledigt. Muss ich wieder eine Zeitstrafe holen? ...32,9, endlich mal eine Zeit, mit der ich arbeiten kann. Die hätte ich mal unter 33. Die fahren eine Sekunde langsamer. Okay.
Runde 4. Da vorne ist die Konkurrenz. Muss nicht zu weit über den Körper fahren, sonst sind wir. ...32.954, das reicht aber nicht, um ganz vorne zu. Da ist ein minimalen langsamer. Ja, dann sollen sie mal. Da sollen sie mal bitte Platz machen. Zwei Strafen oder so. Sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Damit müssen wir auch das Ding erledigt haben. Und da die 25 Punkte einsacken, jawohl, wunderbar. Haben wir das auch erledigt. So. Teil Nummer 2 erledigt, liebe Leute. Gut. Und morgen geht's um 14 Uhr weiter mit Little Hill aus England. Bis dahin, tschüss.